Hallöchen da draußen und ich freue mich, euch in einem neuen Video begrüßen zu können. Mein letztes Video ist ja jetzt doch schon ein bisschen her. Ich war ja auch 2 Wochen im Urlaub, wo ich ja auch diese beiden Bilder neu starten wollte und gucken wollte, wie weit ich komme. Ja, wer das erste Mal jetzt auf meinen Kanal gestoßen ist, der kann sich natürlich auch gerne noch die Unboxings dazu angucken. Ich verlinke sowohl dieses Unboxing als auch dieses Unboxing. Etwa da oben an der Seite oder unten. Das eine ist ein Diamond Painting Bild, das andere ist ein Bild mal nach Zahlen. Ja, ich würde tatsächlich erstmal mit dem Bild hier vom Diamond Art Club anfangen, weil ich zu dem anderen einfach viel mehr zu sagen habe. Wer schon länger auf meinem Kanal ist und wer auch selber Diamond Painting schon länger betreibt, der wird um Diamond Art Club eh nicht drum herum gekommen sein und weiß, dass das immer eine gute Qualität war bis jetzt. Ja, das war auch bei diesem Bild natürlich so. Ich hatte das extra ausgewählt für meinen Urlaub, weil es halt kleiner ist. Ich mache normalerweise momentan nur die großen Bilder und war es ehrlich gesagt nicht gewohnt, wie schnell man an so einem kleinen Bild vorankommt. Ja, man sieht, ich habe es tatsächlich bis hierhin geschafft. Ich habe mich im Urlaub natürlich nicht nur an das Diamond Painting Bild hier gesetzt. Also ich habe immer nur abends ein bisschen weiter gemacht. Und ansonsten hatte ich wirklich einen schönen Urlaub. Das kann ich vielleicht mal näher erläutern, wenn ich euch wieder beim Painten mitnehme oder aber auch beim Malen. Ja, dieses kleine Mini-Bild hat 44 Farben, was ich schon heftig finde. Aber es sieht einfach unglaublich gut aus. Wie ich schon meinte, das hier sieht auch wirklich genial aus und ich finde, Silber passt auch immer gut zu Weihnachten. Und nein, ich gehöre nicht zu den Menschen, die am besten Anfang des Jahres schon anfangen, irgendwas für Weihnachten fürs Ende des Jahres zu machen. Aber es hat mich beim Diamond Art Club einfach so gecatcht. Es war klein, ich stand kurz vorm Urlaub, also super zum Mitnehmen und Painten. Ich habe es jetzt einfach gekauft und ja, angefangen. Hier die Sterne glitzern übrigens auch mit diesen etwas spezielleren Steinchen. Und, warte, die Nase. Also die hat verschiedene Farben tatsächlich. Ich glaube, es waren 3 unterschiedliche. Kommt super raus. Finde ich prima. Also hiermit war ich schon mal sehr, sehr zufrieden und selber erstaunt, wie weit ich gekommen bin, obwohl ich mich immer nur abends da so ein bisschen rangesetzt habe. Und ich habe ja auch nicht nur das geschafft, sondern, jetzt kommen wir mal zu dem anderen Bild. Das hier habe ich von liebeart.de. Ich blende es nochmal ein. Irgendwie sage ich das jedes Mal falsch, also den Shopnamen. Wer das Unboxing gesehen hat, weiß, die waren etwas teurer und ich war von Anfang an nicht so begeistert, wie ich es ausgepackt habe. Einmal schon, wie es eingepackt war, in dieser Plastiktüte. Und ja, es war nicht die Anzahl der Farben, die ich bestellt habe. Die Zahlen waren nicht sehr gut aufgedruckt auf den Farbtöpfchen. Ja, und dann war ich natürlich jetzt gespannt, wie das Bild sich entwickelt. Teilweise sind auch Zahlen nicht besonders gut zu sehen. Ich zeige euch jetzt mal, was ich geschafft habe. Ich bin nämlich schon ein ganzes Stück weit gekommen. Habe oben angefangen. So, ich blende das Bild ja auch wieder links jetzt ein. Ja, also, wie ich vermutet hatte oder schon die Befürchtung hatte, die Farben sind tatsächlich nicht super deckend gewesen. Hier überall, wo dunkle Farben sind, natürlich ja. Teilweise bin ich da aber auch noch mal ein paar Mal rübergegangen, weil ab und zu mal die Farbe nicht einheitlich greift, wie man es hier sehen kann. Huch. Na komm, schärf mal bitte das Bild für mich. So, also man sieht hier so ein bisschen, dass es da heller ist. Das heißt, ich bin tatsächlich über fast alle Stellen nochmal rüber gegangen. Gerade hier das Auge von dem Hasen habe ich ein paar Mal ausgemalt. Ja, also die Deckkraft ist nicht herausragend, was man auch schon vom Weiten sehen kann. Da, wo die hellen Farben sind, da musst du ein paar Mal rüber gehen. Hier bin ich wirklich schon 3 Mal rüber gegangen und ich sehe es immer noch. Hier, also, ich werde dieses Bild durchziehen. Ich finde es so vom Weiten betrachtet, vom Auge her und so, echt, es sieht schön aus. Vielleicht sind da draußen Kenner von Malen nach Zahlen. Das war ja jetzt das erste Bild,
was ich auf einer vielversprechenden Seite gekauft habe. War ja eigentlich auch vielversprechend für mich vom Aufbau her, aber habe ein bisschen was anderes erwartet. Ich bin so mit der Größe zufrieden. Ja, mal sehen, wie es ganz aussieht. Jetzt momentan finde ich es noch wirklich hübsch. Es ist nur wirklich super anstrengend, da die ganzen Zahlen immer wieder überzumalen. Hier finde ich, sieht man es oben auch sehr, sehr gut, dass die Farbe nicht nur nicht deckend sind, sondern auch nicht einheitlich. Hier ist es heller, da ist es wieder dunkler. Und das mag ich nicht. Hier bei den Haaren habe ich mich wirklich angestrengt, dass es alles einheitlich wird. Aber hier hat man das zum Beispiel auch. Hier auch immer noch, da muss ich überall nochmal rüber gehen. Ob die Farben ausreichen, weiß ich nicht. An alle, die mal nach Zahlen machen, es haben mir schon welche unter das andere Video geschrieben. Vielen, vielen Dank dafür, eure Ideen oder wo ihr mal nach Zahlenbilder gekauft habt. Da gucke ich auf jeden Fall auch nochmal nach. Sollte es irgendeinen deutschen großen Shop geben, der eventuell mal nach Zahlenbilder verkauft, die vielleicht auch lizenziert sind, weil ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die Künstlerin heißt. Ich versuche es nochmal rauszusuchen. Weil das süße kleine Salzkätzchen, also Salzkatze, heißt sie, glaube ich, hier auf YouTube. So, lieber nochmal nachgeschaut. Ich möchte, wenn ich ihren Namen jetzt hier schon erwähne, es auch richtig machen. Sie heißt X Salzkatze auf YouTube und sie hatte mir schon erzählt, wie die Künstlerin heißt von diesem Bild. Das andere Bild ist übrigens auch von dieser Künstlerin. Und ja, diese Bilder sind halt auch nicht lizenziert, also einfach benutzt worden. Ich würde mich also riesig über Shops freuen, wo man Zahl nach Malenbild, Mal nach Zahlen, andersrum, Mensch, Mal nach Zahlenbilder kaufen kann, die eine sehr gute Qualität haben und wo die Künstler auch Geld bekommen, also lizenzierte Bilder. Ja, das wäre jetzt so das Update. Es gab auch schon Videos, wo die Frage gekommen ist, ob ich auch mal beim Malen mitnehmen kann. Und da habe ich teils auch schon untergeschrieben. Ich muss mal gucken, es ist ein bisschen für mich anders als beim Diamond Painting, weil ich hier nun mal mit Farben arbeite. Und ich habe das bis jetzt immer so gemacht, dass ich mir eine Zahl rausgesucht habe aus dem Bereich. Und das habe ich erstmal zu Ende gemalt und dann das nächste und so weiter. Da müsste ich euch aber ziemlich weit oben haben. Ich weiß nicht, ob euch das hier stört. Wenn es so geht, ja, aber wenn ich euch nah habe, kann ich ja nur so ein bisschen, also so einen kleinen Bereich malen. Da müsste ich ziemlich häufig die Farbe wechseln, ziemlich häufig die Pinsel sauber machen. Also man kann es ausprobieren, ich kann es mir aber anstrengend nervig vorstellen. Ja, ihr könnt ja gerne mal schon was dazu sagen zu der Entwicklung dieses Bildes. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Weil ich habe wirklich sehr, sehr lange kein Malen nach Zahlen mehr gemacht. Also vom Nahen sieht das wirklich so ein bisschen gruselig komisch aus, finde ich. Aber vom Weiten wirkt es einfach. Also ich finde es sehr, sehr hübsch, nachdem ich 20.000 Mal drüber gemalt habe. Ja, dann verabschiede ich mich. Mal sehen, wie kurz dieses Video jetzt wirklich geworden ist. Ich sage ja oft das mal, glaube ich, es wird kurz und dann wird es ewig lang. Ja, und dann freue ich mich auf euch beim nächsten Video und wünsche euch noch eine angenehme Woche. Tschüss!